Soundsystem wurde aktiviert. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Train Simulator 2016 in der Demo-Version vom neuen Szenario von Fairsystem. Ist es ein Güterszenario? Wir rüsten die Lok auf. Hier Fahrdienst Hannover Nordstadt. Hier CS 8975 in 201, bin ich bereit. Alles klar, in 201 fahrbereit. Du musst noch einen Gegenzug abwarten und dann kann es losgehen. Gute Fahrt wünsche ich. Jo, danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, sehr schön. Mit Ansagen drinnen. Ja, wir fahren 155 in Doppeltraktion. Mit Habis. Ja, so sieht der Zug von außen aus. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was uns so hier in der Demo-Version erwartet. Sie ist natürlich kostenlos bei Fairsystem erschienen. Richtungswende habe ich vergessen. Ja, und wir müssen jetzt noch warten auf einen Gegenzug. Der aber jeden Augenblick hier sein sollte. Ganz schön was los hier auf der Hauptbahn. IC. Dieser fährt jetzt über die Brücke drüber. Das heißt also, das ist ein IC Richtung Bremen. Schon der nächste Zug. Metronom nach Hamburg bzw. nach Uelzen. Sehr schön. Wirklich einiges hier zu sehen. Auch die Umsetzung der S-Bahn Hannover. Der gesamte KI-Verkehr stammt, ja, wie man es von Fairsystem gewöhnt ist, aus TTB. Szenario Pack München-Augsburg. Um die Performance zu schonen. So, wir haben Ausfahrt. SIFA habe ich natürlich wieder mein Pedal unter dem Schreibtisch. Das macht das Ganze noch ein bisschen schöner. Sehr schön, IC1. Da vorne die 294.
Sehr schön. Ja, es ist das erste Szenario von Fair System, was ein Güterszenario ist. Und ich darf euch sagen, selbst wenn ihr ja gerne Personenzüge fahrt, seid nicht traurig. Dieses Szenario beinhaltet einige Überraschungen. Also auch für die Fans ist gesorgt von Fair System Sound Design. Ja, auch hier sehr schön links von uns jetzt die Abstellkammer der S-Bahn Hannover. Daneben noch ein paar Güterwagen. Sehr realistisch nachempfunden. Wir haben ein haltzeigendes Signal. Vorsignal mit verkürzten Bremsweg. Das sagt uns das weiße Lämpchen. Über dem Signal, dass der Bremsweg um mehr als 5% verkürzt ist. Aber bei der Geschwindigkeit kein Problem. Den schaffen wir. Müssen wir schaffen. So, jetzt müssen wir warten. Wir können ja mal in der Zeit in die Aufgabe reingucken. Halten Sie Isan Aren, Gleis 3. Okay. Bitte Freigabe mit Tab-Taste einholen. Bei Verweigerung kurze Zeit warten. Okay. Auch das tun wir. Da sagt er, erteilt, wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Ich hoffe, wir kommen jetzt ohne Zwangsbremsung über das Signal drüber. Ich hasse es, mich zu befreien. Ich hasse es einfach wie die Pest. Man muss rechtzeitig drücken und man darf nicht länger als 4 Sekunden drücken. Das ist schon echt eine Kunst. Metronom. Tja. Das war nichts. Aber das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Oh, da überholt uns der IC. Sehr schön. Ja, also wisst ihr Bescheid, bei dem Signal müsst ihr echt aufpassen. Mit dem Befreien, beziehungsweise mit dem Befehl. Das kann ganz böse enden. Ja, sehr schön hier bei der Vorbeifahrt die Ansage. Das Signal jetzt rot oder ist das gelb? Ne, es ist gelb. Okay.
dachte schon, es wäre rot. Dann hätten wir jetzt ein Problem. Ah, jetzt ist grün. Okay, das heißt 80. Erwarten. Ein bisschen zu schnell. Ja, ja, so ist das. Oh, da vorne die S-Bahn. Oh, sehr schön. So, und jetzt haben wir eine Reisezuggeschwindigkeit, also nicht Reisezuggeschwindigkeit, was sage ich denn? Wir dürfen 100 km/h maximal fahren, wie es im Güterzugdienst so üblich ist. Da wird jetzt gerade der Metronom angesagt. Sehr schön. Ah, hier auch Wettrennen mit der S-Bahn. Sehr schön getimed. Richtig krass. Ja, und hier jetzt links zweigt das Gleis ab zum Flughafen Hannover für die S-Bahn. Wir fahren hier rechts in die Kurve rein Richtung Isernhang. Ja, meine Stimme hört sich heute ein bisschen geschwollen an. Das tut mir sehr leid, aber ich habe mir leider einen kleinen Schnupfen eingefangen. Der ist aber nicht weiter schlimm, soll mich nicht weiter aufhalten, hier für euch Let's Plays zu machen. Muss ja irgendwie weitergehen, ne? So ist das Leben. Außerdem, dazu macht es mir einfach zu viel Spaß, euch ein bisschen was in der Welt der Eisenbahn zu zeigen. Und ich verweise da auch gerne
nochmal in meinen FAQ-Bereich, ja, in der unter Playlists, FAQ, dort ist jetzt ein Video schon drin, wo ich so ein bisschen die Dampflokomotive erkläre. Also falls ihr euch für Dampfloks interessiert und wollt gerne mal wissen, Mensch, wie funktioniert denn eigentlich so eine Kiste, schaut da einfach mal rein, das ist echt ein gutes Video geworden. Ich habe es so gut wie möglich versucht zu erklären, ich habe mir Zeit dafür genommen. Schaut einfach mal rein und wenn es euch gefällt, dann dürft ihr da auch gerne ein Däumchen da lassen. Natürlich dürft ihr auch unter diesem Video hier auch einen Daumen lassen, wenn es euch denn gefällt, was ich hier so mache und treibe. Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Demo-Version hier aus dem Hause Fairsystem. Sehr schön. Freut mich auf jeden Fall. Ich fahre die Szenarien einfach so gerne von Fairsystem, weil es wirklich ist, es jede Menge los. Und schon allein durch die Ansagen, Audio digital gemastert. Und mit dem Surround Sound System ist das echt ein richtig geiles Ding. Aber so muss jeder entscheiden. Oh. Hier CS8975. Hier ist der Lisa-Anlage. Du hast bei mir eine Überholung vom IC684, welche direkt hinter dir hängt. Ich nehme dich daher einfach auf die Seite. Jo, okay, ich danke dir für die Info. Ciao. Jawohl, da wurden wir angerufen über GSMR vom Fahrdienstleiter Isanhagen. Der muss uns beiseite nehmen für den ICE. Der hat es natürlich ein bisschen eiliger als wir. Die dürfen ja hier auf der Strecke 200 km/h fahren. Je nach Streckenabschnitt. Und wir dürfen ja hier unsere popelige 100 km/h voll ausfahren. Und deswegen. Sehr schön. Na, ihr steht aber ziemlich nah am Gleis dran. Mann. Ja, so manchmal hat der Train Simulator echt lustige Bugs. Da gibt es auch immer irgendwie so einen Bug, wo dann die Leute über die Gleise rennen. Und wenn ich dann da mit meinem Zug ankomme, da läuft es mir echt eiskalten Schauer runter. Liegt auch einfach daran, da ich schon im Originalen durch habe, also von daher. Und ich kann euch sagen, das ist keine schöne Sache. Und wenn dann hier so ein Computerspiel so einen Bug hat, da ist man dann doch irgendwie so vertieft in dem Moment, in der Situation, dass man wirklich, auch hier am PC einfach nur noch die Bremsen ranreißt. Und erst hinterher, ja, ist Computerspiel, ne? Also, ist schon nicht lustig. Nee. So, wir kommen jetzt hier in Isanhagen zum Stehen. Das ist jetzt hier das Gleis 3. Jedenfalls sollte es das sein. Wir können ja mal hier unten reingucken. Jawohl, das ist Gleis 3. Das heißt, wir haben unser Ziel erreicht, ja. Und damit endet jetzt auch die Demo. Ich hoffe, wir sehen jetzt noch die Überholung vom ICE. Ich werde mal rausgehen, so in die frische Luft hier. Oh ja. Jawohl, ganz leise im Hintergrund hier hört man, dass da am Bahnsteig durchgesagt wird, dass dieser ICE jetzt da durchrauscht. Ja, cool, da vorne kommt er auch schon. Ja, und damit ist die Demo auch schon zu Ende. Schade, ich hätte mir den jetzt in voller Länge angeguckt. Vielleicht geht's ja noch.
denn hinter dem ICE kommt gleich noch ein Zug lang. Jawohl, hier ICE in Sandwich-Traktion. Krass, nicht schlecht. Okay, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir bitte ein Däumchen da. In diesem Sinne würde ich mich von euch verabschieden. Bis dahin, bleibt gesund und ja, tschüss.